So, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI 2, heute mal mit dem Mercedes-Benz Connector, im Prinzip der ausländische Citaro, wenn man so möchte. Mit dem schönen Österreich, Repaint ist natürlich nur fiktiv, wir sind auf der Map Lahnau Vorfiel wieder mal. Und genau, fahren Richtung Dexhof, Bahnhof, von Weidenkamp Bildungscampus. Kurz schauen. Ja, ich weiß nicht, ob wir die jetzt komplett fahren, die Linie. Ich gehe mal von aus, vielleicht, wenn ich Bock habe. 4:54 nach Dexhof Bahnhof. Hey, ich habe keinen Bock, mit diesem komischen Drucker da jetzt zu schildern. Und genau, oh, Abfahrt. Oh, Soundboard haben wir auch drin, so wie es jetzt hier hört. Ich muss mir gleich mal schnell Kopfhörer Sound anmachen, ich auch was höre. Hammer. Das ist besser. Oh. So, können wir loslegen hier. Oh, geht man auch in die Navigation nicht? So, draußen in Deutschland, wir haben ein bisschen Mistwetter. Leider. Gott, oh Gott. Ja, gut, oh Gott. Ah, ich habe eigentlich gestern schon ein Video gestartet, aber mir hat mir das nicht ganz so gefallen. Deswegen machen wir heute nochmal ein Video. So, nächste Halt ist Weidenkopf-Lahn Hospital. Wieso geht denn das hier nicht mit Omni Navigation? Geht das hier mit diesem Hartz-IV-Menü nicht oder was? Ja, ist ja egal, wir wissen ja grob, wie wir fahren müssen. Ach, jetzt geht's. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh, es sind 30, Schulstraße, danach erst fahren wir auf den Zopf und dann Schulstraße, aber es macht keinen Sinn. Weil wenn man jetzt die Leute mitnimmt, stehen dann wieder welche da. Das ist ja total dumm. Ja, dann fahren wir jetzt erst hier links und dann da lang. So, und da sehen wir auch schon am Zopf 3 müssen wir halten. Ihr müsst aber davon ausgehen, dass die 3 vorne der Busstack ist und nicht hier hinten. Muss man auch mal ein bisschen aufpassen, aber naja. Kriegt man aber schon hin, denke ich mal. Guten Tag. Guten Tag. Also ist jetzt wieder scheiß Tür los. So, haben wir auch schon Abfahrt. Ja,
Hallo. Das hängt ganz kurz, weil ich da irgendwas nachladen muss, ey. Leute. Oh, nur los, Omsi. Das nervt auch, ey, echt. Jetzt. So, Industriestraße möchte eigentlich immer keiner mit. Deswegen fahren wir nach links. Jetzt ein Gewerbegebiet. Allerdings haben wir auch einen Pausenplatz oder Abstellplatz, wie auch immer. Hallo. Tag. Guten Tag. Ja, Fahrplan ist top, also ich kann mich nicht beschweren. Tag. Und wie gesagt, wenn euch das Video mal gefällt, lasst da mal gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Es hängt, es hängt.
Ja, ich müsste vielleicht mal auch eine Logo-Mod runterladen, damit man Mercedes-Sterne hat. Das wäre noch ganz cool. Ja, ansonsten gefällt mir das Fahrzeug eigentlich ganz gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Und ja. Jetzt fahren wir natürlich das übelste Landstück Landstraße hier. Aber naja. Kommt schon aber auf. Der nächste Ort. Glückshof. Alter, was ist denn das so eng hier? Ah, shit, viel zu spät eingelenkt. Tag. Sehr interessant, was die Innenanzeige macht. Passt eigentlich gar nicht, aber naja. So, Rot, obere Dorfstraße. Ich würde sagen, bis dahin fahren wir irgendwie bis zur Wendeschleife da hinten. Und dann passt das, denke ich. Und ja. Ah, das ist irgendwie ungewohnt vor, wenn man die ganze Zeit MX-Busse fährt. Ist das dann wieder irgendwie anders hier? Genau, fahren wir dann nach Rott, Sprees, oder wie das heißt. Und dann passt das. Und los, ey. Hallo. Hallo. Tag. Ständig fahren? Ja. Theoretisch ja.
Hallo. Guten Tag. Wendet man hier links, kommt man wunderbar mit dem Gelenkbus hier lenkt, das passt. Und wir sagen, beenden wir erstmal hier das Let's Play. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.